Hallöchen, meine Lieben, und seid recht herzlich willkommen zu einem weiteren League of Legends Gameplay. Leider habe ich letztes Spiel verschlafen, die Aufnahme zu starten. Da habe ich Evelynn gespielt, leider verloren, war allerdings 17, 7, irgendwas. Also nicht so schlecht. Und deshalb habe ich mir gedacht, spiele ich jetzt nochmal Evelynn. Ich habe bereits ein AD Evelynn Gameplay gebracht. Allerdings spiele ich jetzt auf AP. Mit dabei ist heute auf der Top-Lane mit Illaoi unser Lord Kree, bei dem wir auch das 10 Abonnenten-Special hatten. Hallo Lord Kree. Grüße. Ja, ich habe mich entschieden, mit Ignite zu starten. Ich werde jetzt sofort Botlane ganken gehen. Hoffen wir mal, dass wir da einen Kill abholen können. Die Frage ist natürlich auch, die haben einen Twitch. Wo ist denn dieser Twitch? Okay, die kommen jetzt hier. Und der Gank hat geklappt. Ignite war vielleicht ein bisschen zu viel, aber das ist okay. Jetzt machen wir hier schnell die Krabbe. Hoffen dabei, dass uns nicht Vi abfängt. Okay, das hat ja schon mal nicht so gut geklappt. Ja, bis wir am Blue Buff sind, sollte eigentlich die Frage ist jetzt natürlich, kann ich den fighten? Ah, leider hat er noch den Kill bekommen. Vi wird jetzt vermutlich an. Okay, die ist auf der Top-Lane. Gut. Jetzt muss ich hoffen, dass die nicht zu meinem Blue Buff kommt. Allerdings ist Smite ready, also sollte das schon klappen. Ja, letztes Spiel ziemlich gefeedet gewesen mit der guten alten Evelynn. Leider im Late Game kein Carry-Potenzial mehr da gewesen. Die Gegner hatten einen Jax, der war nicht mal so ultra krass gefeedet. Hat uns allerdings trotzdem alle gestompt. Lol, die Krabbe backt hier gerade, das ist chillig. What? Bei Top. Fick dich! Illaoi wird sterben, vermutlich. Ja. What the fuck? The damage is real. I guess Runes. Draven ist ziemlich. What the fuck? Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist ganz schön schwierig, in Stöckelschuhen so zu laufen.
Ja, nächster Gang vermutlich wieder auf Botlane. In einer Minute ist mein Red Buff da, dann gehen wir auf die Botlane. Arthur Red, okay, verschrieben. Botlane ist auch noch Level 4. Das Ding ist, okay, jetzt haben die gepusht. Ich bin gerade ziemlich boom. Ich glaube, wir müssen danach kurz in den River gehen und schauen, ob eine Pflanze für uns da ist. Ja, 1:1 getradet, hier roamt noch, okay, das wird vermutlich ein, okay, Glück gehabt, puh. Hier kommt Cannon ein bisschen spät angeroamt, das sollte besser defen gehen. Jetzt hat Vi allerdings meinen Red Buff, das gefällt mir nicht so gut. What the fuck? Unser Cannon feedet gerade ein klein wenig. Allerdings steht er 3-1. Ich glaube, das ist noch okay. Natürlich, die Raven super ekelig. Ekelig. Ja, ekelig. Twitch jetzt auf der Midlane. Wir machen hier noch Grump und Blue Buff. Die hätten wir sowieso nicht fighten können, deshalb nicht so schlimm, dass die jetzt den Drake haben, ist zwar ein Feuerdrache. Wird also noch schwieriger für unseren... Sergei, da war Malphite. Free Kill? Ja. Okay. Schauer. Bin auf dem Weg. Die Frage ist natürlich, ist hier ein Pink Ward drin? Wenn ja, nee, ist nicht. Hm. Lassen ein bisschen pushen. Hm. Können wir den Dive? Ich glaube nicht. Digger back. Ihre Angst riecht.
Alter, fick die. Botlane ist Party angesagt. Die, die. Ah, 2 gegen 1, das schaffe ich nicht. Ich glaube, ich komme mal kurz auf die Midlane. Hoffentlich, okay, hier ist kein Pink Ward. Jetzt wird es natürlich interessant. Bei Countergank sofort. So, ich gehe besser back. Ich bin ziemlich low geworden. Cannon sollte auch zurückgehen. Der wird sonst getötet. In die Nacht. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Sieht nicht sonderlich gut aus, das Spiel gerade. Überlebt Illaoi, das ist ja die Frage. Nein, Alter! So war ich so gesittet. Hier Leona will sicher engagen, habe ich so ein Gefühl. Oder auch doch nicht. Man sollte am besten aufpassen. Das größte Problem ist jetzt natürlich wieder, wenn ich nicht Botlane bin, wird Botlane von den Gegnern engaged. Wenn ich nicht Midlane bin, kann Draven machen, was er will. Alter, fick dich auch. Schaff ich denn? Ja. Oder auch doch nicht. Aus der Dunkelheit. Draven pusht einfach eiskalt weiter. Unser Cannon sollte ein bisschen besser aufpassen. Der Gegner verfällt im Blutrausch. Die Schatten noch. Gängerischer Red Buff spawnt bald. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Das ist ganz schön.
What? Der hat den Cannon noch bekommen. Cannon steht auch schon 1-5. Finde ich nicht so gut. Die Bots dicken. Das ist ganz schön schwierig. Ein Gegner verfällt in Blutrausch. Cannon pusht hier ziemlich krass. Ist jetzt natürlich etwas blöd. Ich glaube, ich würde den schaffen. Der versucht jetzt hier auszupushen. Okay, der ist wohl zurück. Midlane braucht auch meine Hilfe. What the fuck? Wie kann Cannon so krass killen? Der ist halbwegs gefeedet. GG, das Game ist los. Hingerichtet? Really? Hingerichtet? Really? Eigentlich wollte ich Rammus spielen, dieses Spiel. Wäre vermutlich die richtige Entscheidung gewesen. Allerdings bin ich First Pick gewesen. Könnte deine Hilfe gebrauchen? Nee, sorry. What the fuck machst du? Vi kommt auch noch. Ja, stopp. Schaffst du nicht? Das habe ich mir gedacht. So, dann doch. Nope. Never surrender, guys. What? Ignite this. Inhib ist dort, Botlane Turm fällt auch bald. Kacke! 6 Games in Folge verloren. Unsere Botlane feedet auch.
obwohl ich denen ein easy first blood verschafft habe. Ah, fuck. Okay, das war jetzt bad, aber... naja. Draven macht inzwischen hier unsere Nexus-Türme. Dort wird getuschottet. Ich verstehe nur nicht so ganz, wie Leute 2-7 gehen können. Das ist und bleibt mir einfach ein Rätsel. Ich sage ja nichts, wenn man die Lane verliert, aber dann auch noch reinfeeden. Verstehe ich halt doch nicht ganz. Cannon scheint AFK zu sein. Okay, er ist doch noch da. Ich hasse es, wenn ich gepinkt werde. Okay, das war's jetzt wohl. Alle sterben hier. Blitzkrieg wird auch nicht mehr wegkommen. Cannon, wie es aussieht, auch ich. Zweiter Nexus-Turm fällt. Okay, nein, ich will jetzt nicht hier rein flamen oder so. Bringt nix. GG, well played. Ganzes Team reingefeedet. Toplane war recht even. Wurde aber gesittet. Und hat dadurch verloren. Was soll man denn da noch groß dazu sagen? Wir sehen uns im nächsten Gameplay. Bis dahin, macht's gut und ciao.